Jo, hallo liebe Freunde, zurück bei Let's Play Air Conflict Secret Wars mit mir, dem Perzern LP. Ja, irgendwie bin ich schon gleich ins Spiel gestartet. Ich weiß eigentlich, darf man das nicht. Aber egal, es gab gar keine Missionbeschreibung, das hat einfach so losgestartet. Ach, ich weiß auch warum. Weil es wieder eine Schlacht im Ersten Weltkrieg gibt. Diese Drachen, nur Papier und Schnur. Das Flakfeuer schlug glatt durch. Das tat höllisch weh. Töte 70 angreifende Soldaten, okay. Dein Vater war auch dabei. Guillaume Derbeck, der Glückspilz der Lüfte, so nannten wir ihn. Der Mann, der unsterblich war. Und bei uns waren mein Kumpel Bull Petersen und dieser Franzose René. Keine Ahnung, warum der Franzmann bei uns war. Aber ich war froh drüber. Gute Burschen, gute Piloten. Das war in Gallipoli. Im Mai 1915. Die Türken starteten einen Überraschungsangriff. Wenige Tage später gab es einen Waffenstillstand. Ich war nicht da, lag im Krankenhaus. Aber sie haben wohl 10.000 begraben. McIntyre hat mir verraten, okay, erst 30 von 70. Sie sind zusammen geflogen. Er hat mir von den getötet. Alten Zeiten erzählt. Ah, schöne Zeiten. Nicht gerade beliebt, der alte Schlechter McIntyre. Aber ein guter Pilot. Weißt du, er imponierte uns. Wir hatten Angst vor ihm. Alle außer Guillaume. Dem war das egal. Guillaume war es egal, okay, interessante Geschichte. Es war ein dummer Kampf am Kap Ellis. Es kamen immer mehr. Wir versuchten, den Überblick zu behalten und den Jungs am Boden zu helfen, aber wir wurden ganz schön auf Trab gehalten. Naja, wir werden gerade nicht attackiert. Eine niedrige Trefferquote. Wir zählten mit, weißt du? Nicht ernsthaft. Ich hatte immer das Gefühl, dass es McIntyre gefiel. Er machte jedes Mal ernst, kannte keine Gnade. Krieg war eine ernste Angelegenheit für ihn, als könnte er ihn... Ah, da kommen relativ viele. Mein Vater wollte nicht töten? Bull und ich, wir hassten das Töten. Aber es hieß immer sie oder du. Und diese Geschütze waren überall. Es ist schwer, sie nicht zu töten. Aber dein Vater, manchmal war er in dieser seltsam sentimentalen Stimmung. Irgendwie in den Wolken. Und er zwang sie nach unten. Dazu gehört viel Können. Es ist leichter draufzuhalten und Gas zu geben. Oder einen Flügel zu treffen oder den Kerl gleich im Sitz zu erledigen. Aber manchmal, in der richtigen Stimmung, zwang Guillaume sie zum Landen. So gut er konnte. Komischer Kauz, Guillaume. Ja, aber echt. Dann wurde ich getroffen. Ich musste zurück an Land humpeln und blutete wie ein Schwein. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du getroffen wirst? Natürlich weißt du das. Du merkst, wie der Vogel zuckt, versucht von dir wegzukommen. Als ob er weglaufen, einfach abhauen will. Und du denkst, war's das? Wie schlimm ist es? Bin ich schon tot? Ich hasse dieses Gefühl. Bin ich schon tot? Du findest es erst heraus, wenn du wieder am Boden bist. So, was muss ich machen? Muss ich es da landen? Okay. Ah! Fuck! Ich kann nur nach rechts fliegen, also die Maschine ist völlig im Arsch gerade. Wo ist denn der Landepunkt? Ich sehe ihn nicht mehr. Alter Schwede. Ach hier, okay. So, jetzt soll es klappen. Jetzt haben wir einen schönen Anflug. Oh Gott. Ne, klappt nicht so. Okay. Aber ich weiß wenigstens, wo ich jetzt landen muss. So. Runter mit dem Vogel. Geschafft. Also wenn du landest, fühlt sich das merkwürdig an. Schöne Zeiten.
So, dann sehen wir uns gleich wieder. Und die nächste Mission, Operation Überlast. Eine verschlüsselte Nachricht, die sowohl die Alliierten als auch die Deutschen in die Irre führen sollte, brachte unsere Zeit in Polen zu einem abrupten Ende. Die militanten Kämpfer des Marquis haben persönlich darum gebeten, dass wir nach Frankreich kommen. Ich habe mich seltsam geehrt gefühlt. Unser Kontakt vor Ort war eine Frau namens Ivana Maravich. Ihr stilvolles und glamouröses Auftreten sicherte ihr den Respekt des gesamten Lagers. Seltsamerweise konnte uns niemand etwas über diese Frau sagen. Alles, was wir wussten, war, dass sie eine wichtige Rolle in der französischen Widerstandsbewegung spielte. Es war Ivana, die uns um Hilfe gebeten hatte. Sie verhielt sich vertrauensvoll, wenn auch etwas kühl. Ich vermutete, dass sie Night Owl ist, aber ihre wahre Identität war ein gut gehütetes Geheimnis. Und so verhielten wir uns ihr gegenüber, als wäre sie eine Fremde. In Vercors war eine schwere Grippe ausgebrochen. Bei den Feldlazaretten handelte es sich um notdürftige Einrichtungen und man konnte nicht viel mehr tun, als die Kranken zu isolieren. Im Laufe der nächsten Tage infizierten sich mehr und mehr Menschen an der potenziell tödlichen Krankheit. Das ist nicht gut. Also, bombardiere Schienen ist die nächste Mission. Da sehen wir uns im Flugzeug. Wir haben uns für die DB3 entschieden. Meine Fresse, ich hatte schon wieder einen Bluescreen bei meinem Computer. Das kotzt mich langsam an, aber die Lage ist nur noch 24 Tage bis zu meinem neuen PC, der selber zusammengestellt wird und nicht bei Alienware bestellt wird, wie ich es vorerst geplant gehabt habe. Willkommen am Vercors, Didi. Der Widerstand schickt viele Kranke und Verwundete in die Krankenhäuser der Region und die Deutschen bereiten einen Angriff vor. Wir brauchen deine Hilfe. Sie werden Krankenhäuser angreifen? Diese Monster! Allerdings, ein deutscher Transport kommt näher und der Widerstand vor Ort hat einen verzweifelten Gegenschlag vorbereitet. Fliege vor dem Zug der Widerstandsbewegung her und zerstöre die Knotenpunkte entlang des Weges. Das wird den Zug auf Kollisionskurs mit dem deutschen Transport lenken. Okay. Interessante Story. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu langsam bin für den Zug? Ne, ich überhole ihn mal. Oh, ich habe gar keine Raketen. Schieß, schnell, Didi! Was? Es ist nicht alles kaputt. Super. Boah, das ging ja gerade noch gut. Und jetzt wieder Gas geben mit der alten Maschine. Man sieht halt auch nichts von dem Markierungszeichen der Bomben. Da ist der nächste Punkt. Der nächste Knotenpunkt. Bist du okay, Tommy? Nur ein rauer Hals, ich werde es überleben. Boah, dass das gut ging, hätte ich mir auch nicht gedacht, ne? Gerade. Zum Glück habe ich 4 Bomben an Bord. Das dürfte gar nicht so schlecht sein, dass ich den gewählt habe. Ja. Geradeaus oder rechts? Ich flieg mal geradeaus. Letzter Knotenpunkt in Sicht. Ah, letzter. Okay, sehr gut. Schalte ihn aus! Nein! Warum denn? Was willst du mich verarschen, du Scheißding, ey? 1000 Mal getroffen.
so. Der Zug des Widerstands hat freie Fahrt. Ausgezeichnete Arbeit. Der deutsche Transport sollte jeden Moment aus der anderen Richtung kommen. Das sollte Sand ins Getriebe streuen. Wie viel Zeit haben wir gewonnen? Nicht genug. Zurück zur Basis, Blackwing. Oh, wir haben es geschafft. Das freut mich. Also, wir sehen uns gleich. Da sind wir wieder. Fallschirmjägerangriff. Die Deutschen greifen das Verkhovs-Plateau mit Fallschirmjägern an. Schieße so viele wie möglich ab, bevor das Lager überrannt wird. Natürlich machen wir das. Diesmal wieder mit einer Spitfire. Ach, ich hätte mit einem... Zum Glück ist der Spieler abgestürzt, weil ich vergessen habe, die Aufnahme zu pausieren bei diesem Übergang immer von Menü auf Spiel. Deswegen habe ich dann doch noch die Illusion genommen, die einen Heckschützen hat. Die Situation ist schlimmer als wir. Weil ich denke mal, Heckschützen sind nicht schlecht gegen Fallschirmjäger. Oh, da kann das Spiel mal richtig gut aussehen auch. So sieht es richtig fein aus. Die Größe des Angriffs, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich komme zurecht, aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich halte die Flugzeuge auf, Didi. Du kümmerst dich um alle Fallen. Jawohl. Bist du okay, Tommy? Dieser Husten wird schlimmer. Ich bin okay. Konzentriere dich auf die Fallschirmjäger. Lass sie nicht landen. Okay. Auf die Fallschirmjäger. Wie sie fallen. Warum schießt denn eigentlich mein Heckschütze nicht auf die Fallschirmjäger? Das wäre eigentlich meine... meine Taktik gewesen, dass der Heckschütze da auch mitschießt. Aber darauf haben sie wenig Bock, die Heckschützen, auf Fallschirmjäger. Die wollen nur auf Flugzeuge schießen anscheinend. Das sind halt extrem viele. Schaut es euch an. Es sind eh schon zu viele gelandet, habe ich das Gefühl. Eigentlich, wenn ich durchfliege, müssten sie auch vernichtet sein. Ach du Scheiße. Tommy, bist du okay? Halt den Mund. Kämpfe. Er ist völlig im Arsch, also der stürzt mir noch ab. Ja, lass mal die mal landen, oder? Jawohl, ich glaube, ich habe sogar wen getroffen.
So sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ah. Die ersten Fallschirme sind schon aufgegangen. Haut ab von mir. Die fröhliche Fallschirmjagd. Ach du Scheiße. Okay, mit der Rakete kann man sie nicht treffen. Ich bleibe auch bei den 18%, kommt mir vor. Ja, es bleibt immer bei 18% momentan. Ah, jetzt haben wir mal die 2 erreicht. Ach, da kommen immer noch Bomber nach. Ihr Säcke. Jetzt sind wir wieder auf 19%. Gut, läuft gar nicht so schlecht. Ich glaube, 11% müssen wir schaffen. Ja, 12%. Das war der letzte. Ich glaube, ich habe genug von ihnen erwischt. Didi, Tommy ist in Schwierigkeiten. Er fliegt Schlangenlinien. Zum Teufel, setze zur Notlandung an. Tommy! Clive, Ivana! Hat jemand gesehen, wo er runtergegangen ist? Du solltest ihn jetzt sehen können. Pass auf deine Landung auf! Okay. Ganz schnell. Wir müssen ihn einpacken. Dem geht es nicht gut, dem alten Sack. Überhaupt nicht gut, nämlich... Du bist kochend heiß. Du zitterst. Du brauchst einen Arzt. Es ist ein Wunder, dass du landen konntest. Bringen Sie ihn herein. Unsere Ärzte sehen sich das an. Jo, wir sehen uns im Menü wieder. Es ist schwer vorstellbar, aber wenn man täglich damit rechnen muss, von Bomben oder Kugeln getroffen zu werden, vergisst man leicht, dass auch der Alltag gefährlich werden kann. Es ist nicht so, dass ich Tommys angeschlagenen Gesundheitszustand nicht bemerkt hätte, aber ich wusste, dass er lieber an Ort und Stelle umfallen würde, als einen Arzt aufzusuchen, und wollte ihn nicht drängen. Wie dumm ich war. Die Grippe hatte bereits das Leben tausender Menschen in ganz Europa gefordert, nachdem sich nach Kriegsbeginn Krankheiten und Infektionen ausbreiteten. Bakterien konnte man nicht so einfach erschießen oder dem Erdboden gleichmachen. Krankheit war ein Feind, den selbst Tommy nicht austricksen konnte. Er versicherte mir, dass es ihm gut gehe und er weiterkämpfen könne. Doch schließlich verriet ihn sein Körper und er musste ins Lazarett. Ich war nach Vercors gekommen, um die Kranken und Verwundeten zu beschützen. Doch jetzt hatte ich selbst eine persönliche Verbindung zu ihnen. Tja, Stil-Sanitätsartikel, Sanitätsartikel, Sanitärartikel, Waschbecken oder was.
Aber das machen wir im nächsten Part. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Patian LP. Tschüss, Leute.